Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach. Ja, wir sind so weit, dass wir hier einmal wieder fast umkippen. Aber nur fast, ne? Ja, diesmal nicht umgekippt, sondern nur fast. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied, ob wir wirklich umfallen oder nicht. Na gut. Aber wir werden jetzt das erstmal einlagern. Das ganze Holz vom Sägewerk. Dann lassen wir den LKW auch gerade dort stehen. Und dann kümmern wir uns um das Abwasser. Das ja wieder mal fast voll ist. Wen wundert's, wen wundert's? Also mich definitiv nicht mehr. Ticket zurückfahren. So. Genau, lassen wir den erstmal so stehen. Dann speichern wir erstmal. So. Na, jetzt hat er gespeichert. Sehr schön. Und Abwasser, Abwasser, Abwasser. Aber hier unten. Ja, erstmal lassen wir hier noch die restlichen Literchen rauslaufen. Und dann geht's ab zum Schlachter, weil ohne diesen Schlachter können wir die Zeit nicht wieder voranschreiten lassen. Und das ist ja auch immer wichtig, dass die Zeit vorangeht. Weil wir möchten ja auch demnächst nochmal ein paar andere Produktionen eventuell bauen. Aber da werde ich definitiv noch warten bis zum Update der Karte. Da werde ich noch warten müssen. Aber versprochen, es kommt bald das Update der Karte. Weil ich habe nämlich jetzt einen Weg gefunden, wie ich einfacher umziehen kann, sage ich jetzt mal. Also Safe Game to Safe Game. Und ja, das werde ich dann beim nächsten Update mal versuchen. Und dann kann es sogar sein, wenn das klappt, dass ich dann sogar öfters Updates ziehe. Aber ich muss jetzt hier nah ranfahren, genau. Hier ist nämlich hier der Trigger. So, erstmal hier das gute Abwasser rausziehen. Und ja, mal wieder den LKW hier oben richten. So, ich muss natürlich hier einmal ganz gemütlich Diesel für den Fischer. Mal kurz den Schluck trinken müssen. Ganz trockenen Hals. So. Zement. Moment, wollen wir hier vielleicht Zement schon hier drin? Nein, nicht Zentrallager Wasser. Zementfabrik Wasser ablagern. Ei, das ist doch nicht Zement. Och, das ist doch Kieswerk. Och, Mensch. Kieswerk Diesel. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, schauen wir mal, ob das klappt. Also hier können wir auf jeden Fall schon gut dran vorbei. Das habe ich mal nicht ganz so verkehrt eingefahren. So, wenn ich jetzt hier mal drüber schaue, sind es natürlich nur die Standardfrüchte drin. Gut, Karotten sind zwar drin. Aber die anderen Früchte aus dem Premium-DLC fehlen hier noch. Da wird wahrscheinlich bald auch ein Update kommen, dass man die auch hier benutzen kann. Auf der Karte. So, und hier ziehen wir uns natürlich langsam das Abwasser in den LKW. Aber solange wir warten, geht natürlich auch die Zeit wieder hoch. Ich schalte schon mal wieder vorsorglich das Licht ein. Aber ich kann natürlich in der Zeit, wo wir hier laden, mal den Motor ausmachen. Ist, glaube ich, ein bisschen umweltfreundlicher. So. Ja, jetzt wird es eben schon richtig schön dunkel. Einmal gespannt, wie viel Abwasser hier rauskommt aus der Produktion. Klar, wir ziehen jetzt hier auch Abwasser raus und wird gerade wieder nachproduziert. Aber egal. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr. Wollpalette. Schafe.
Ja, aber bei welchen Schafen? Ne? Das ist jetzt immer hier so die kleine, aber wichtige Frage, die mir unter den Fingernägeln brennt. Und es ist nicht die hier, es ist die andere Palette. Und jetzt haben wir auch noch Lavendelöl fast voll. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir kümmern uns erstmal um die Schafe, dass die zumindest wieder normal produzieren können. Ihre Wolle. Fahren wir kurz bei der Textilfabrik vorbei, laden da die Wolle ab, die wir haben, und alles, was mehr ist, geht dann in unser schönes Zentrallager. Genau. Fermenter hätte gerne Siliermittel. Ja, was er gerne hätte und was er bekommt, das sind immer noch zweierlei Dinge. Mein Spaß, also er bekommt es auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, wie, wann, wo. Ich bin auch echt mal überlegen, weil hier oben sind es natürlich schon deutlich mehr Schafe, wo hier reingehen in den Stall. Ob ich hier nicht mal ein paar mehr von diesen Boxen da kaufe. So. Genau, jetzt wird erstmal hier die aufgeladen. Und wie wir sehen können, es sind 130.000 Liter, also es ist einiges. Es ist sogar sehr, sehr viel. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Spawnfläche von dem Stall mir auf die andere Seite baue. Und dann natürlich noch in Länge des LKWs, ne? 16,5 Meter am besten. Aber das werden wir natürlich sehen. Das werden wir natürlich sehen. Dann am besten auch noch doppelstöckig spawnen lassen. Ich denke, damit können wir schon einiges dann machen, dass es auch länger läuft. Einmal in die Textilbude. Das abgeben und dann sofort zur Ölmühle das Öl holen. Das Lavendelöl. Was auch sehr selten, dass wir dort eigentlich hinfahren, um was zu holen. Ja, die Ölproduktion, die läuft bei mir so ein bisschen nebenbei. Das sage ich jetzt einfach mal. Ja, die läuft halt nebenbei. So. Natürlich bleiben wir hier erstmal wieder hängen am Dachvorsprung oder am Eingangsdach. Sage ich jetzt einfach mal salopp. So. Und jetzt haben wir hier alles abgeladen. Ist also wieder voll. Unsere, ja, Textilfabrik. Das Abwasser haben wir jetzt komplett gezogen. Aus dem Schlachter. Kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Und die Wolle, zählt das nochmal als Werkstoff? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt diese Wolle einmal noch sauber aufgeladen bekommen. Ah, das sind ja hier meine. Oder halt die Spezialwollpaletten, sage ich jetzt einfach mal. So. Und die können wir ja hier, glaube ich, entladen. Ja. Geht auf jeden Fall wunderbar. Wie er sich das jetzt hier reinzieht. Ins Lager. Und ich sehe es bald kommen, dass das Lager voll ist. Ich sehe es kommen. Also ich muss mir echt bald eigene Produktion bauen für Textil und für Kleidung. Also eine eigene Weberei, sage ich jetzt mal. Und eben eine eigene Molkerei bzw. Käserei. Ja, aber das läuft doch.
Ich muss auch gucken, dass ich das irgendwie losbekomme. Das ganze Material, was ich hier ja produziere durch meine Tiere. So, dann kann man hier hinfahren und das einfach mal kurz entladen. Dann steht das auch sauber drin. Hier im Stall. Und ja. Wo lassen wir den hinfahren? Komm, den lassen wir noch einmal hier zur Werkstatt fahren. Ach nein. Nicht zur Werkstatt. Ja, den hole ich mir gleich wieder. Da müssen wir noch zur Ölmühle. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Raffinerie laden. Dann sollen wir hier noch mal ein bisschen Material holen. Das kann ich jetzt einfach mal. So. Aber ich sag's euch ehrlich, mein Wasser geht gerade runter wie Wasser. Ah, hier, der ist auch gut dabei. Um hier das Feld zu pflügern. Das heißt, wir haben ein neues Feld, wo wir ansehen können. Und ich denke auch mal, dass ich nochmal im Sommer jetzt dann hier ordentlich zuschlagen werde, was bei Feldern abgeht. Gerade so Felder, wo wir brauchen können, wie zum Beispiel Raps. Das werde ich dann aber auch mal in die Ölmühle bringen. Den Raps einfach, das hat den Hintergrund, dass wir dort Rapsöl herstellen können, damit wir auch Pommes und so Produktionen mal anwerfen können. Und hier muss ich ja, glaube ich, hier lang fahren, weil hier vorne, meine ich, ist der Ausgabetrigger. Und das ist schon mal komplett richtig von mir erahnt. Gut, erahnt ist es jetzt nicht ganz, ne? So grob eine Ahnung habe ich schon, wo was steht. Aber halt viel Ahnung halt eben leider dann nicht. So, das sind 57 Paletten. Ich würde sagen, dann nehmen wir gerade noch mal ein bisschen Sojaöl mit, oder? Das heißt, 21 Sojaölpaletten können wir dann noch mitnehmen. Und dann haben wir das ja auch schon mal vollgeladen. Und das heißt, die Zeit geht natürlich wieder voran und zwar mit maximaler Geschwindigkeit. Ja gut, es ist nicht ganz maximale Geschwindigkeit. Jetzt muss ich wieder bremsen, weil der Karton fast voll ist an der Zellstofffabrik. Aber wir sind ja in der Nähe. Das heißt, wir fahren hoch, laden das erstmal ab, was wir geladen haben, das Öl. Und dann fahren wir zur Zellstofffabrik und holen dann noch den Karton. Ja, und in der Zwischenzeit arbeitet hier unser Quadrax unermüdlich weiter. Ganze Zeit rauf und runter und schaut, dass er uns die Felder gut präpariert. So. Ja, es fehlt auch die Gemüsefabrik, es fehlt auch die Nudelfabrik. Also es fehlen ja noch einige Fabriken, aber in diesem Sommer liegt mein Fokus erstmal dann auf Felder, dass wir dort nochmal loslegen. Dann haben wir ordentlich zugelegt. Was Feldfläche angeht, weil wir haben jetzt im Frühjahr haben wir ja ordentlich Grasfläche ge dazu gewonnen und jetzt im Sommer gewinnen wir noch ordentlich Ackerfläche dazu. Und ich fahre schon wieder ins falsche Warenhaus. Und ja, dann soll im nächsten Jahr können wir dann sagen, versuchen wir ein bisschen auf Produktion zu gehen. Dass wir dort auch nochmal ordentlich steigen. So. Also erstmal das Öl abgeladen. Das ist so mitunter das Wichtigste. Oder was ist das Wichtigste? Ein ziemlich, ziemlich teures Gut,
was wir hier haben an Öl. Aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und bis beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.